Ich würde vielleicht den Tipp geben, sich nicht von Rückschlägen unterkriegen zu lassen. Solange man macht, was einem Freude macht, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass man es auch gut machen wird und alles andere ergibt sich dann. Ich bin Marek Slojička und habe vor kurzem den Master of Arts Slawische Sprachen an der Humboldt-Universität absolviert. Und davor habe ich den Bachelor of Arts Slawische Sprachen und Literaturen studiert. Also eine coolste Sache kann ich vielleicht nicht benennen, aber dadurch, dass das Studium relativ frei war, also die Wahl der Schwerpunkte, der Interessenschwerpunkte, hat eigentlich alles Spaß gemacht, was ich mir selbst halt ausgesucht habe. Ne? Ansonsten ist es, was auch cool ist, ist natürlich Sprachenlernen selbst. Ne? Das ist schwierig, aber ist auch toll. Es ist ermöglicht, natürlich zu kommunizieren, einfach auch außerhalb der Uni mit Menschen aus anderen Ländern, mit anderen Kulturen und so weiter. Ich habe alle Lehrkräfte als sehr engagiert in Erinnerung. Ich habe ja auch bei drei verschiedenen Professoren, also bei einer Professorin und bei zwei Professoren gearbeitet. Das Verhältnis war auch immer wunderbar. Insofern war das ziemlich gut alles. Also selbst organisieren muss man sich natürlich schon ordentlich. Das halte ich aber jetzt nicht für die größte Herausforderung, zumindest nicht mehr im Master. Das Sprachenlernen ist auch wahrscheinlich einerseits was sehr Schönes und Leichtes und Cooles, aber eben auch was sehr Schwieriges, weil die Sprachkurse, die sprachpraktischen Angebote sind natürlich bei weitem nicht ausreichend, um die Sprache ordentlich richtig zu lernen. Das heißt, man wird sich auch in der Freizeit damit beschäftigen müssen, man wird sich darauf einstellen müssen, ins Ausland zu reisen, Tandems zu machen und sonst was. Das ist vielleicht eine Herausforderung. Ansonsten ist aber dadurch, dass die Veranstaltungen, wie gesagt, relativ frei gewählt werden konnten, konnte man sich eben aussuchen, was man wollte und hatte damit sozusagen dann die Herausforderungen schon ein bisschen abgeschwächt. Bei der Sprachwissenschaft geht es dann halt zum Beispiel um strukturelle Sachen, das heißt Grammatik, Morphologie, Syntax. Oder es geht um die soziale und gesellschaftliche Komponente oder den Kontext davon, das heißt Varietäten oder Genderlinguistik zum Beispiel. Die dritte Sache wäre der historische Kontext, das heißt, wie entwickeln sich Sprachen. Und ganz wichtig ist natürlich bei einem Sprachstudium oder sprachwissenschaftlichen Studium die Sprache selbst, das heißt Sprachpraxis, die Sprache lernen. Und im konkreten Studium waren das dann zwei verschiedene Sprachen, die man lernen musste. Ich hatte relativ viele Wahlmöglichkeiten. Das heißt, innerhalb dieser drei Komplexe, die ich gerade gesagt habe, oder sagen wir vier, war ich relativ frei, wofür genau ich mich interessieren wollte oder was ich genau machen wollte. Und letztlich war das schon im Bachelor, den ich davor gemacht habe. Das heißt Bachelor Slawische Sprachen und Literaturen. Und da steckt auch Literaturen drin. Das heißt, der ist noch nicht spezialisiert auf Sprache, sondern Sprache und Literatur. Auch da konnte man schon aber Schwerpunkte setzen und das habe ich halt für Linguistik gesetzt. Eine Rahmenbedingung, die ich halt sehr positiv empfunden habe, war die Kursstärke. Also die war sehr überschaubar, teilweise 5, 10 Leute pro Kurs. Das heißt eine sehr familiäre Atmosphäre. Die Studierenden sind den Lehrkräften namentlich bekannt. Man ist fast schon individuell betreut. Während der Zeit des Studiums war es möglich zu arbeiten. Das heißt, ich habe die ganze Zeit gearbeitet eigentlich. Erst wahllos, später fachlich, als studentische Hilfskraft. Habe allerdings nicht in Regelstudienzeit abgeschlossen. Von der Ausstattung kann ich sagen, da habe ich mich wunderbar versorgt gefühlt. Das heißt, die Bibliothek war mit allem Nötigen ausgestattet, war immer Platz da zum Arbeiten, war eine gute Arbeitsatmosphäre. Die Räume waren ausgestattet, ne, mit Smartboards, es gab PC-Pools, es gab Sprachlernkabinette, also Sprachlabore. Ich habe die Fachschaft als sehr engagiert und bemüht in Erinnerung, was so Informationsveranstaltungen angeht, aber auch soziale Zusammenkünfte bei irgendwelchen Vorträgen, fachlicher oder überhaupt allgemeiner Natur, bei Filmvorführungen, bei Feierlichkeiten auch. Habe in dem Studium zwei Kinder bekommen, habe zum Beispiel auch mit meinem Sohn in der Bauchtrage eine mündliche Abschlussprüfung absolviert. Doch bestanden tatsächlich und kann also sagen, dass das Studium sehr familienfreundliches war. Man hat schon die Möglichkeit, sich zu spezialisieren auf andere Sachen, das heißt Sachen, die nicht im Studiengang generell oder in der konkreten Ausformulierung des Studiengangs vorgesehen sind. Man kann andere slawische Sprachen dazu wählen, die nicht zwingend nötig sind im Studiengang. Man kann letztlich im Rahmen von sowas wie Studium Generale oder dergleichen alles Mögliche besuchen. Insofern kann man Schwerpunkte setzen, wie man das möchte. Man kann beruflich letztlich in jede Richtung gehen, die eine Berührung hat mit den Sprachen, die man gelernt hat. Das heißt, man könnte in Verlage gehen, man kann im öffentlichen Dienst arbeiten, in allen möglichen Bereichen dort. Man kann auch in der freien Wirtschaft arbeiten, überall letztlich auch, wo Menschen miteinander kommunizieren, wo gefragt ist, soziale und kulturelle Kompetenzen.